Ja, hallo. Mein Name ist Britta Lehrath. Ich arbeite in der zentralen Studienberatung und ich möchte Sie recht herzlich zu unserem ersten Online-Infotag begrüßen. Bevor wir jetzt mit dem Studiengang Sport, Gesundheit und Leistung starten, möchte ich Ihnen noch zwei wichtige Dinge mit auf den Weg geben. Erstens, sollten Sie Fragen oder Hinweise an uns haben, nutzen Sie hierzu bitte die Chat-Funktion. Den Button für die Chatfunktion finden Sie unten in der Menüleiste von Zoom. Ich werde Ihre Fragen dann entweder direkt im Chat beantworten oder sie zu gegebener Zeit an die Vortragenden weitergeben. Und zweitens, sollten Sie ganz gezielte und spezielle Fragen zum Thema Studienplatzbewerbung haben, nutzen Sie bitte hierzu auch unseren separaten Chat, den wir anbieten, über das Programm Discord. Die Vortragenden möchte ich jetzt noch kurz erinnern, dass Sie bitte Ton und Video ausschalten, wenn Sie nicht dran sind. Vielen Dank dafür. Ja, ich wünsche uns allen nun viel Spaß bei der Veranstaltung und übergebe an meine Kollegin Frau Anna Auperle. Ja, hallo, guten Tag auch von mir nochmal. Herzlich willkommen zu unserem ersten digitalen Infotag. Schön, dass Sie bei uns sind. Und in den kommenden 45 Minuten informieren wir Sie jetzt über den Studiengang Sport, Gesundheit und Leistung. Mein Name ist, wie gesagt, Anna Auperle und ich arbeite auch in der zentralen Studienberatung der Universität Hildesheim und werde jetzt die Moderation hier in dem Slot übernehmen. Die Einführung in den Studiengang Sport, Gesundheit und Leistung übernimmt heute ein Dozent aus dem Institut für Sportwissenschaft, Dr. Stefan Flohr. Und außerdem haben wir noch eine Studierende eingeladen, Frau Josephine Eichler, die im Anschluss an die Präsentation noch einen Einblick aus studentischer Perspektive geben wird. Bevor wir jetzt inhaltlich starten, würde ich zunächst Herrn Dr. Flohr bitten, sich vorzustellen und auch Ihre Kamera und das Mikro einzuschalten. So, da bin ich, glaube ich, zu sehen. Ja? Ja, fast. Sie kurz wieder weg, aber wieder da und wieder weg. Ja, der Tanz kann noch eine Weile gehen, das kenne ich inzwischen. Das sollte aber eigentlich nicht mehr sein. Naja, gut, wie auch immer. Ja, mein Name ist Stefan Flohr, wie gesagt. Ich mache das jetzt einfach mal ohne Bild. Ich versuche es nach so immer mal wieder einzuschalten. Mein Name ist Stefan Flohr. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem sich inhaltlich überlappenden Bereich in zwei Instituten. Zum einen im Institut für Biologie und zum anderen im Institut für Sport. Und in dieser Funktion verkörpere ich so diese inhaltliche Schnittstelle zwischen diesen beiden Disziplinen. Im Hintergrund nicht zu sehen sind meine Komponenten aus der Biologie. Also dort ist Forschungsschwerpunkt ganz klar im Bereich der Hartgewebe, alles, also Knochen und Zähne, alles, was am Menschen irgendwo den Stützapparat bildet. Und im Sportinstitut habe ich verschiedene andere Funktionen, insbesondere eben auch die Beratung hier, was diesen Studiengang Sport, Gesundheit, Leistung angeht. So. Eine Sekunde mal eben, ich muss mal nach der Technik hier schauen, aber das ist mit dem richtigen verbunden. Okay, dann hat die Telekom hier gerade ein Problem. Gut, dann darf ich mal eben den Studiengang vorstellen. Das mit dem Teilen, das sollte eigentlich funktionieren. Herr Flohr, darf ich Sie ganz kurz unterbrechen? Ich würde noch Ja. gerne Frau Eichler die Möglichkeit geben, sich kurz zu uns zu schalten und sich Ja. vorzustellen. Frau Eichler, würde ich Sie bitten, Kamera und Mikro auch kurz zuzuschalten. Ja, hallo. Hallo. Genau. Ja, ich bin Josephine. Ich studiere im zweiten Semester den aufbauenden Masterstudiengang zu der Bachelor-Variante Sportwissenschaft mit dem Schwerpunkt Sportgesundheit und Leistung in der Lebensspanne. Habe eben auch den Bachelor hier in Hildesheim gemacht und ja, werde dann nachher noch mal kurz ein bisschen berichten, wie das hier so abläuft. Ja, ganz herzlichen Dank. Genau, und dann werden wir Sie später wieder sichtbar und hörbar schalten. Und genau, nach dieser kurzen Vorstellung kann es jetzt inhaltlich losgehen. Daher würde ich Sie jetzt bitten, Herr Flohr, die Präsentation zu halten und an die Studieninteressierten noch der Hinweis, dass Sie Ihre Fragen jetzt, wie gesagt, gerne im Chat sammeln können.
und wir würden die dann im Anschluss an die Präsentation aufgreifen. Und nun übergebe ich an Sie, Herr Flohr. Ja, also ich muss mich entschuldigen, dass das hier mit dem Video nicht funktioniert. Anscheinend wohne ich doch weiter abseits, als mir das klar war. Ich hoffe, die Präsentation ist aber sichtbar, ja? Kann ich da mal kurz Feedback haben? Ja, jawohl, alles klar, gut. Ich sehe Sie deutlich, die Präsentation. Dann kann ich zumindest das mal vorstellen. Also, Sportgesundheit Leistung ist, wie gesagt, eine Variante. Man kann ja in Hildesheim Sport studieren in verschiedenen Varianten und aus historisch gewachsenen Gründen ist die Lehramtsausbildung ja ein Schwerpunkt in Hildesheim und die Variante Sportgesundheit Leistung sollte da eine Alternative bieten, wie man Sport studieren kann, eben auch mit einem außerschulischen Betätigungszielbereich. Das bringt natürlich inhaltliche Unterschiede zum Lehramtsstudium mit sich. Das heißt, die sportwissenschaftlichen und praxisbezogenen theoretischen Inhalte sind dort sehr viel stärker repräsentiert. Die Struktur zeige ich dann gleich nochmal. Dieser Studiengang Sportgesundheit Leistung findet in Kooperation mit verschiedenen anderen Institutionen statt. Also das Biologieinstitut hatte ich gerade genannt. Jetzt bin ich auch zu sehen mit einigen biologischen Präparaten im Hintergrund, alles Plaste und Gips. Aber auch Psychologie, das werde ich gleich mal vorstellen. Die Psychologie hat hier einen fest installierten Platz in dieser Kooperation, aber wir haben auch verschiedene externe Institutionen, mit denen wir fest kooperieren, sei es die Medizinische Hochschule in Hannover, sei es Kliniken, Reha-Einrichtungen und so weiter und so fort. Da gibt es also eine Reihe von Kooperationspartnern, die ich jetzt hier nicht auflisten kann, die aber fest in diesen Studiengang integriert sind, mit einer gewissen Flexibilität. Da kommen wir dann gleich nochmal dazu, wenn ich über das Praktikumsmodul berichte. Es ist ja nur so, dass das Sport und sportwissenschaftliche Inhalte in sehr vielen Bereichen beruflicher Natur Anwendung finden können. Hier sind verschiedene Dinge gelistet. Das sieht jetzt natürlich sehr schön aus, wie in so einer Hochglanzbroschüre, was man nicht alles machen kann. Aber es ist vollkommen klar, das darf man nicht schönreden. Sport ist kein Fach oder die Sportwissenschaft als eine außerschulische Ausbildung ist jetzt kein Fach, wo ein großer Markt dasteht, der die Leute mit offenen Armen empfängt und nur so aus den Unis heraussaugt. Das ist dann in der Tat ein Problem. Ich selbst habe hier auch Sport studiert und stand dann vor der Frage, was macht man jetzt damit eigentlich? Das ist in der Tat nicht ganz einfach. Reha-Einrichtungen, Therapieeinrichtungen, Forschungseinrichtungen, Sportanbieter verschiedener Art und Weise, sei es Verbände, Vereine, können dort Betätigungsfeld sein, aber immer konkurriert man mit Leuten aus anderen Disziplinen, die vielleicht in ihrer Nische besser qualifiziert sind. Also da ist doch ein gewisser, sagen wir, Konkurrenzkampf, den wir uns stellen müssen. Und in diesem Bewusstsein greife ich jetzt auch schon mal auf dieses Praktikumsmodul vorweg, das ich gleich vorstellen werde, dass genau diese Problematik nämlich berücksichtigt, dass es eben nicht so ein klar definiertes Betätigungsfeld gibt für Sportler. Es ist einfach sehr vielseitig und immer mit irgendwelchen Konkurrenzkämpfen verbunden. So, wie sieht dieser Studiengang aus? Also ich denke mal, viele von Ihnen haben schon etwas zu dem Zwei-Fächler-Bachelor in seiner Grundarchitektur jetzt gehört. Grundsätzlich ist es ja so, dass man zwei Fächer studiert. Ich habe das jetzt mal mit dem ersten Fach Sport hier dargestellt natürlich. Ein zweites Fach ist aus einem gewissen Portfolio heraus wählbar. Das sehen wir rechts in dieser Liste. Da sehen wir unter anderem eben auch Biologie. Also das, da bekommen die Leute dann noch etwas mehr mit mir zu tun. Und dieses Grundfach mit den 57 LP, also LP steht immer für die Leistungspunkte. Mal heißt es Credits, dann heißt es wieder Anrechnungspunkte. Hier steht jetzt Leistungspunkte. Das ist terminologisch also ziemlich variabel. Egal, muss uns nicht stören, das meint dasselbe. Diese zwei Fächer sind im Grunde mehr oder weniger für alle Varianten gleich, beziehungsweise fast gleich. Denn wir haben jetzt ganz aktuell für das erste Fach Sport eine kleine Anpassung vorgenommen, die nämlich vorsieht,
dass dieses erste Fach Sport für Leute, die Gesundheit und Leistung als Studienvariante wählen, auch ein bisschen mehr Wissenschaft, also fachwissenschaftliche Inhalte berücksichtigt und ein bisschen weiter weggeht von diesen Lehramtskursen, die doch in diesem ersten Fach Sport noch relativ stark repräsentiert sind. Aber da passen wir uns eben an die Interessenslagen an von den Leuten, die Sport, Gesundheit, Leistung studieren möchten, dass hier die Fachdidaktik etwas rausgenommen wird und die Fachwissenschaft etwas reingenommen wird, etwas gestärkt wird. Aber im Wesentlichen ist dieses Fach Sport für alle gleich mit den genannten kleinen Variationen. Dieser erste Teil, das Fach Sport, das beinhaltet auch die ganzen praktischen Kurse. Also wenn man sich immer so klischeehaft vorstellt, der Sportstudent, der kommt morgens in die Uni im Jogginganzug und rennt dann ein bisschen um den Hof und dann geht er wieder ganz verschwitzt nach Hause und dann hat er gesagt, er hat studiert. Das sind Kurse, die finden also im ersten Fach statt und darüber hinaus, und das macht dann eben diese Variante Sport, Gesundheit, Leistung aus, kommen diese Blöcke hier, die sich doch deutlich von den Blöcken im Lehramt unterscheiden. Diese Blöcke werde ich gleich nochmal kurz vorstellen. Wir sehen, diese Blöcke sind auch mit unterschiedlichen Leistungspunkten versehen. Entsprechend ist die Gewichtung, also dieser Professionalisierungsbereich mit 36 LP ist der größte. Und den gucken wir uns als erstes an. Dieser Professionalisierungsbereich, der beinhaltet 4 Module. Und die vertiefen nochmal Dinge aus dem ersten Fach Sport. Das, was man so als Grundlage überall mitbekommt, diese Grundlagen, das ist immer von allen ein bisschen was. Hier wird also nochmal sehr stark fachwissenschaftlich weiter vertieft in den Erziehungs- und Sozialwissenschaften des Sports. Grundlagen der Biowissenschaften, Sport und Organisation und berufsorientierte Praxis. Wir sehen also, Sportwissenschaft ist ein sehr inhaltlich breit gefächertes Fach. Ich habe selbst in Frankfurt studiert, da hat man es genau aus dieser breiten Fächerung Sportwissenschaften genannt, im Plural. Hier wird es Sportwissenschaft genannt, aber es umfasst eben sehr viel. Und das wird in diesem Professionalisierungsbereich nochmal deutlich vertieft gegenüber dem Erstfach, das heißt gegenüber dem, was auch Leute studieren, die auf Lehramt studieren. In diesem Modul 1 finden wir dann solche Dinge, die sich mehr so mit sozialen Aspekten des Sports beschäftigen. Da kann durchaus ein Interessensgebiet sein, die Soziologie des Sports, die soziologische Sicht des Menschen auf den Körper, auf Körperlichkeit, auf Leistungssport. Geragogik ist hier noch genannt, also die Auseinandersetzung mit älteren Menschen. Und insofern versucht dieses Modul auch dem demografischen Wandel ein wenig gerecht zu werden. Ich mache immer in meinen Veranstaltungen sehr viel Werbung für zum Beispiel Koronarsportgruppen, dass man sich in diesem Bereich des Koronarsports ein bisschen weiter qualifiziert. Das bedient nämlich gerade hier diese Problematik des demografischen Wandels in unserer Gesellschaft. Die Menschen werden älter, sie werden zwar gesünder älter, aber mit zunehmendem Alter tauchen auch immer mehr Probleme auf, gesundheitlicher Art. Und da spielt der Sport eine ganz wichtige Rolle. Und die Kenntnisse im Umgang mit oder Besonderheiten bei Sport mit älteren Menschen, das sind alles Dinge, die in diesem Modul eine Rolle spielen. Dieses zweite Modul, die Grundlagen der Biowissenschaften, das geht dann also sehr viel mehr tatsächlich in biologische Inhalte, also wirklich Fachinhalte. Das ist ein Modul, da würden Sie es, also jeder, der das studiert, sehr viel mit mir zu tun bekommen. Also die Anatomie des menschlichen Bewegungsapparates beispielsweise ist natürlich von fundamentaler Bedeutung für den Sport, aber auch für die Physiologie, also wie funktionieren diese Dinge. Prävention, Gesundheit, da kommt dieser Gesundheitsaspekt ins Spiel, also die vielleicht kennt der eine oder andere diesen Begriff der Salutogenese. Die Pathogenese kennt man ja. Also was macht uns krank? Die Salutogenese fragt, was hält uns gesund oder was macht uns gesund? Und diese Balance aus Pathogenese, Salutogenese,
die wird sehr stark durch Sport, durch Bewegung in gezielter Art und Weise beeinflusst. Insofern spielt der Sport da eine ganz wichtige Rolle. Wir sehen jetzt hier ein Modul. Ich darf nochmal eins zurückgehen, das hätte ich vielleicht erwähnen können. Und zwar muss hier in diesem Modul, sehen wir hier oben immer diese Zahl, das sind die Leistungspunkte, die erbracht werden müssen in diesem Modul. Das heißt, wir haben hier 3, 6, 9, 12 keinerlei Wahloptionen. Jemand, der Gesundheit und Leistung als Variante studiert, muss in diesem Modul alle vier Kurse belegt haben mit den entsprechenden Leistungspunkten. In diesem Modul hier, jetzt komme ich wieder zurück auf dieses biowissenschaftliche Modul, sieht es auf den ersten Blick etwas wilder aus. Hier müssen auch 12 Leistungspunkte erbracht werden, allerdings stehen hier noch ein paar mehr Sachen. Und das ist darin begründet, dass es ja die Möglichkeit gibt, Gesundheit und Sport, Gesundheit und Leistung als das eine Fach zu studieren und als zweites Fach Biologie. Und da ist eben diese Schnittstelle, beispielsweise müssen Menschen, die Biologie studieren, als erstes oder zweites Fach zwingend die Humanbiologie belegen. Das ist dort ein Pflichtmodul. Und da man ein Modul natürlich nicht zweimal einbringen kann, einmal in Biologie, einmal im Sport, brauchen noch alternative Optionen. Und insofern sehen wir hier in dieser Liste, die rechnerisch auf mehr als 12 kommt, Wahloptionen. Wahloptionen für die Menschen, die eben Biologie als zweites Fach studieren. Dann haben wir ein Modul Sport und Organisation. Das wird von Frau Dr. Keller angeleitet, wenn ich da richtig informiert bin. Dort werden also viele Dinge vermittelt, die im Bereich Vereinswesen, Gesundheitssport, Sportförderung, Management mehr so auf dieser verwaltungstechnischen Ebene betreffen. Wir haben bei uns in Hildesheim an der Universität zum Beispiel den Healthy Campus, wir haben Unisport, es gibt regelmäßig Minerva-Lauf und solche Großveranstaltungen müssen gemanagt werden, das muss organisiert werden, da muss viel Hintergrundwissen vorhanden sein, viel Hintergrundarbeit geleistet werden, also mehr dieser verwaltungstechnische Aspekt. Und wir sehen, der ist mit 6 Leistungspunkten, ist etwas kleiner als die Module 1 und 2. Dann ein Modul, das nennt sich berufsorientierte Praxis. Das hat wiederum etwas mehr einen Einschlag in den Bereich des Leistungssports. Also hier ist die Leistungsdiagnostik vorrangig. Da ist eben auch Kooperation. Ich hatte vorhin die Kooperationspartner erwähnt. Der Olympiastützpunkte, Kooperationspartner. Es gibt Leistungssportmannschaften, die für leistungsdiagnostische Untersuchungen an unser Institut kommen. Und das sind diese Aspekte des Sporttreibens. Das betrifft also mehr den Aspekt der Leistung in diesem Studiengang Sport, Gesundheit, Leistung, der in diesem Modul bedient wird. Auch das sind 6 Leistungspunkte, die hier erbracht werden müssen und wie gesagt in mehr diesen Leistungsaspekt hineinstrahlen. So, dann haben wir weiterhin den Bereich, der als Schlüsselkompetenz bezeichnet wurde. Da sehen wir, der ist mit 6 LP vergleichsweise klein und der ist aus dem Grund grau hinterlegt, anders als die anderen, nicht weil es irgendwie schöner bunt aussieht, sondern weil das einzige Modul ist oder der einzige Bereich, Kompetenzbereich, den wir ausgelagert haben. Der wird nämlich komplett vom Institut für Psychologie gestemmt, also der wird nicht vom Sportinstitut veranstaltet. Und das sind diese beiden Veranstaltungen, die hier belegt werden müssen. Da ist meines Wissens ist da auch kein Leistungsnachweis erforderlich. Also das muss belegt werden. Es können natürlich Studienleistungen von den entsprechenden Dozierenden gefordert werden. Aber das ist ein Bereich in Psychologie, der für diesen Sport-Gesundheit-Leistungsstudiengang eben auch von Bedeutung ist. Herr Flohr, darf ich ganz kurz unterbrechen? Wir hätten jetzt so circa noch 2 Minuten Zeit für die Präsentation, damit wir dann... Gut, ich brauche 3,5. Okay, gut, 3,5. So,
Denn das letzte, diesen letzten Block hier, der liegt mir am Herzen. Das ist ein ganz wichtiger Block, denn den hatte ich gerade eben angesprochen, diesen Praktikumsblock. Der ist mit 15 LP, ist der relativ groß. Praktikum ist auch in meinem Studium damals häufig so gewesen, man geht irgendwo hin, sitzt seine Zeit ab, kopiert, macht Kaffee oder sonst was. Und das ist hier eben nicht so gedacht, sondern hier soll wirklich ein kleines Projekt im Rahmen eines Praktikums durchgeführt worden, eine kleine Forschungsfrage, irgendetwas Sinnhaftes, was diesem Projekt, diesem Praktikum eine inhaltliche Tiefe verleiht und was einen Einstieg in das Berufsleben auch darstellen soll. Also hier sollen im Grunde Weichen gestellt werden für ein späteres Berufsfeld. Da kann man sich also sehr frei in der Berufswelt bewegen und dann nach seiner Interessenslage schon eine Branche auswählen. Und dann werden diese Projektergebnisse, die man generiert hat, in einer semesterweise stattfindenden Projektbörse vorgestellt. Das ist wie so ein kleiner wissenschaftlicher Kongress, in dem wird das vorgestellt. Und das ist einfach ein sehr schöner Block, der den fließenden Übergang in das Berufsleben darstellen soll, zu dem ich vorhin gesagt hatte, das ist schwierig in einem Fach wie Sport. Ne? Da haben es Mediziner einfacher. Und zu guter Letzt, und dann bin ich auch fertig, steht noch die Bachelorarbeit als die letzte Leistung dann an. Für die Studienvariante Sportgesundheit-Leistung ist es dringend empfohlen, das auch im Fach Sport zu machen. Im Lehramt ist es anders, da kann man sich zwischen den Fächern unterscheiden. Eine Bachelorarbeit aus dem zweiten Fach ist dann möglich, wenn ein klarer sportwissenschaftlicher Bezug vorhanden ist. Also wir sehen, insgesamt ist das ein Studiengang, der sehr stark auf eben diese fachwissenschaftlichen Disziplinen abzielt. Und wenn das erreicht ist, dann ist gut, dann ist der Bachelor erledigt und dann kann es hier im Master weitergehen. Aber den stelle ich heute nicht vor. Okay, sehr vielen Dank für diese Präsentation. Jetzt wären potenziell, wäre jetzt ein Rahmen dafür da, Nachfragen zur Präsentation zu stellen. Ich sehe zumindest, es gibt eine Meldung von Pia. Also wenn Pia uns etwas sagen möchte, dann sollte sie in einem Chat uns schreiben. Also aus dem Handzeichen können wir leider nichts erlesen. Also ansonsten können wir erstmal weitermachen im Programm, würde ich vorschlagen, da wir keine Fragen im Moment, noch keine Fragen haben. Alles klar. Dann würde ich bitten, Frau Eicher, dass Sie sich nochmal zu uns schalten und sich nochmal vorstellen, was zum Studium hier im Sportgesundheit leisten erzählen. Ja, genau. Also ich habe jetzt mittlerweile vor 4 Jahren begonnen, hier an der Uni zu studieren. Und musste auch erstmal mal überlegen, wie ich überhaupt zum Studiengang gekommen bin. Also ich habe den damals auch auf einer Studienmesse kennengelernt sozusagen, habe dann das Schnupperstudium hier an der Uni, was es gibt, dieses Semester leider nicht wegen der Corona-Situation in Anspruch genommen. Dann musste man ja auch die Sporteignungsprüfung hier an der Uni machen, wodurch man schon mal alles so ein bisschen kennengelernt hat, was ja dieses Jahr leider auch wegfällt. Genau, und habe mich dann hier sehr wohl gefühlt und mich dann sehr gefreut, als ich die Zusage hatte. Zu Beginn des Studiums gibt es eine Einführungswoche, die ich als sehr wertvoll empfunden habe. Die ist einmal von Studierenden begleitet. Man trifft sich im Studiengang als erstes. Der Studiengang ist ja relativ klein. Wir waren damals um die 25 Studierenden, die begonnen haben im ersten Semester. Das heißt, das kann man schon fast vergleichen wie mit der Schule, also so in Schulklassengröße, also ein sehr intimer Rahmen irgendwie. Und dann wird man erstmal so ein bisschen an die Hand genommen, kann viele Informationsangebote nutzen. Die Stundenplanerstellung, das ist immer so ein großer Meilenstein am Anfang, der war dann noch mit dabei. Und die Fachschaft Sport, die in der Uni so ein bisschen bekannt ist für ihre Partys zum Beispiel, kann man da auf jeden Fall auch kennenlernen und die auch Ansprechpartner ist für alle möglichen Belange, die das Sportstudium betrifft. Genau, was hier in Hildesheim oder an dem Studiengang finde ich recht besonders ist, dass er eben noch
sehr klein ist, was aber, finde ich, viele Vorteile hat. Also einmal die Nähe zu den Studierenden im Sportinstitut ist eine sehr lockere und angenehme Atmosphäre. Also man kann dort eigentlich immer jeden ansprechen und wenn man Fragen oder Probleme hat. Man kennt auch die meisten von seinen Kommilitoninnen. Also man hat eben diese 4 Vorlesungen in den ersten 2 Semestern, die größeren und in Psychologie eventuell noch. Und der Rest findet aber häufig in Seminaren statt, also sowohl die Praxisveranstaltungen auch als auch die theoretischen Seminare. Das sind dann also so 30 Studierende und das ist auch wiederum ein sehr schöner Rahmen zum Arbeiten, der von verschiedenen Inputs von den Dozierenden und den Studierenden dann eben gestaltet wird. Ja, Praxis und Theorie. Die sind im Sportstudium auf jeden Fall beide vertreten. Also so eine gewisse Sportaffinität muss natürlich da sein. Und die Dinge, die in der Eignungsprüfung eigentlich abgeprüft werden, findet man ja dann auch wieder. Also die Sportarten. Man hat ein bisschen Wahlmöglichkeit. Also bei den Ballsportarten zum Beispiel kann man sich ein bisschen was aussuchen. Ja. So an sich Hildesheim als Stadt zum Studieren. Also ich wohne jetzt seit 4 Jahren hier. Finde ich auch sehr angenehm aufgrund der Größe. Das ist natürlich so eine persönliche Vorliebe. Also man hat hier alles. Die Wohnungslage finde ich noch relativ angenehm. Man kann hier sehr schön wohnen. Die Umgebung ist nett und man ist auch gut angebunden an größere Städte wie Hannover zum Beispiel. Was in den Seminaren auch häufig ist, dass ältere und jüngere Semester durchmischt sind. Also es gibt keinen ganz konkreten Verlaufsplan, wie das Studium auszusehen hat, mit ein paar Ausnahmen. Man kann sich also auch immer mal an ältere Studierende zum Beispiel wenden, wenn man Fragen hat. Oder durch diese Durchmischung, da habe ich zum Beispiel sehr viel mitgenommen, immer wenn man zum Beispiel Referate mit älteren Studierenden oder höheren Semestern zusammen vorbereitet hat, dass man von denen auch nochmal viel lernen konnte. Ja. Worauf man sich auf jeden Fall einstellen muss im Studium, ist natürlich das eigenständige Arbeiten. Also man hat zum einen die Präsenzzeiten unter der Woche, aber darüber hinaus gibt es auch noch viel, was man eben einfach eigenständig tun muss. Seien es Referate in der vorlesungsfreien Zeit, die ja auch relativ lang ist, stehen dann eben Hausarbeiten zum Beispiel an, wo man sich selber organisieren muss. Das kann eine Schwierigkeit sein, aber ich denke, da findet man sich ganz gut rein. Was Herr Flor schon angesprochen hat, man kann sich vielleicht während des Studiums schon mal so ein bisschen überlegen, in welche Richtung es gehen soll, zumindest in den späteren Semestern vielleicht. Hat man ja schon eine Mannschaft, die man trainiert oder ist irgendwie selber eben tätig in einem sportlichen Bereich. Ich denke, das ist ein großer Vorteil. Und dass man sich eben so ein bisschen selbst um Dinge noch kümmern kann. Es gibt ja auch im Sportinstitut natürlich noch einige Angebote. Und genau, ich bin ja jetzt schon relativ weit fortgeschritten. Also nächstes Jahr ist der Plan, dass ich dann auch fertig bin. Und habe mich jetzt zum Beispiel dazu entschlossen, dass ich nächstes Jahr noch die Ausbildung zur Physiotherapeutin dranhängen möchte an das Studium, um mich da einfach noch mehr zu qualifizieren, mir noch mehr Perspektiven zu eröffnen und mir diese Nische, die Herr Flor schon mal so gesagt hat, vielleicht so ein bisschen mehr noch zu schaffen. Zu Praktika kann ich vielleicht auch noch mal kurz was sagen. Also ich habe meins im Bachelor, gibt es also einmal dieses Pflichtpraktikum, das habe ich in einem Reha-Zentrum hier in Hildesheim gemacht, in der Sporttherapie. Das war auf jeden Fall super lehrreich und das ist wirklich eine, glaube ich, sehr, sehr wichtige Zeit, wo man einfach mal praktisch auch einen Einblick bekommt, wie das alles so aussehen kann und man sein Wissen, was man über die Jahre dann gesammelt hat, auch wirklich zur Anwendung bringen kann. Genau. Ja, soweit erstmal von mir. Ja, okay, vielen Dank. Britta, wolltest du jetzt noch was zu Pia? Genau, also ich weiß jetzt nicht genau, ob sich Pia für dieses Semester bewerben möchte oder fürs nächste. Das ist ja aber auch vielleicht nicht so wichtig, weil die Frage, denke ich, dennoch relevant ist. Dieses Jahr ist die Eignungsprüfung ja ausgefallen aufgrund der Corona-Auflagen. Aber ich denke, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass die im nächsten Jahr wohl auch wieder stattfinden wird. Vielleicht könnte Herr Flor da noch mal ein paar Worte zu sagen, wie die abläuft. Da gab es eben die Frage, wie läuft die Eignungsprüfung ab?
Ja, kann ich gerne stattfindet. Machen. Ja, also jetzt haben wir tatsächlich die Kohorte, die keine Aufnahmeprüfung als Aufnahmevoraussetzung vorweisen muss. Das hat den Vorteil für Leute, die vielleicht nicht ganz so sportlich sind, aber die werden dann im Laufe des ersten Faches ausgesiebt. Das hat für uns den Nachteil, dass einfach wir einen höheren Dropout haben. Ist ein bisschen schwieriger zu planen, aber sobald es eben wieder möglich ist, wird es wieder eine Aufnahmeprüfung geben. Die Vorgaben, was dazu gemacht werden, was geleistet werden muss, die sind auf der Homepage hinterlegt, des Sportinstitutes. Da bitte ich da mal entsprechend sich zu informieren. Das sind im Grunde sind das Anforderungen, die so ein bisschen das breite Spektrum abdecken sollen. Das sind leichtathletische Disziplinen, Ballsportarten, Schwimmen. Schwimmen ist meistens Schwimmen und Turnen, das sind so klassischerweise, das ist an anderen Universitäten aber auch so, das sind so die Angstdisziplinen von vielen, da sind die Dropouts am größten. Aber ich sag mal, wer sportlich einigermaßen vielseitig aufgestellt ist und man muss kein Experte und kein Profi in irgendeinem Bereich sein, eine gewisse Vielseitigkeit auf einem anständigen Niveau, ohne dass man Leistungssport betreibt, dann ist das machbar. Also es ist wirklich machbar. Ich staune nur immer wieder auf viele Leute, die kicken vielleicht so in ihrer Freizeit ziemlich viel, aber haben noch nie ein Schwimmbecken von innen gesehen oder einen Barren oder einen Basketball in der Hand gehabt. Und die rauschen dann gnadenlos durch. Aber das ist teilweise wirklich erstaunlich, wie unvorbereitet die Leute sind. Die Kriterien sind bekannt. Das ist auf der Homepage abrufbar. Es ist nicht so wahnsinnig schwierig. Oder wenn man einen Linienlauf beispielsweise macht, also vielleicht kennt der eine einen Linienlauf, man rennt in der Halle ein Stück vor, wieder zurück, ein Stückchen weiter nach vorne, ein Stückchen weiter zurück. Man muss immer mit einer Hand auf dem Boden, dass man das nicht mit Flipflops macht, versteht sich von selbst. Ja, und wenn man da ein bisschen vorbereitet ist, dann ist diese Eignungsprüfung absolut schaffbar. Diese Eignungsprüfung muss bestanden sein für jede Sportoption, also für jedes Fach Sport, das man studiert, ob Gesundheit, Leistung oder irgendein anderer Sport-Bachelor. Die kann auch woanders erbracht worden sein. Die muss nicht exklusiv in Hillesheim gemacht worden sein. Es werden Aufnahmeprüfungen auch von anderen Universitäten akzeptiert, sofern sie ausschließend sind. Das heißt, es muss auch die Option geben, durchzufallen. Also nur antreten und dann kriegt man seinen Schein, reicht nicht, sondern es muss die Möglichkeit, zumindest in der Theorie geben, durchzufallen. Dann kann die auch irgendwo anders gemacht sein. Und meines Wissens bis maximal 2 Jahre darf sie zurückliegen. Genau, vielen Dank für die Beantwortung. Vielleicht, Anna, kannst du noch mal ganz kurz was zu den Formalitäten sagen? Denn das ist ja auch nicht ganz unwichtig, so grundsätzlich, also dass man sich vorher anmeldet. Jetzt ist Frau Opperle war gerade leider weg. Jetzt ist sie wieder da, ein Glück. Haben Sie meine Frage verstanden? Ich habe die Frage noch nicht verstanden. Ich wollte nur noch mal darum bitten, vielleicht kurz zu den Formalia noch was zu sagen, zu der Eignungsprüfung, weil es ja da noch eine Anmeldung gibt, dass man, was man da bedenken sollte, wenn man sich jetzt fürs nächste Jahr bewirbt zum Beispiel. Meinen Sie jetzt, dass ich das beantworten soll? Oder okay, zu den Formalia, die man nächstes Jahr dann machen muss? So grundsätzlich meinte ich. Grundsätzlich, ja genau. Grundsätzlich muss man sich für die Eignungsprüfung immer vorher erstmal anmelden, bevor man sich für den Studiengang bewirbt. Es ist meistens im Zeitraum April, März, April, dass man sich für diese Eignungsprüfung anmelden kann und muss. Und dann bewirbt man sich quasi auch für den Studiengang und muss dann zu einem bestimmten Termin, den die Universität dann vorgibt, zur Eignungsprüfung erscheinen. Das sind meistens 1 oder 2 verschiedene Tage, an denen diese Eignungsprüfung stattfindet. Und muss diese Eignungsprüfung auch bestehen. Man hat die Möglichkeit, die Eignungsprüfung auch an einer anderen Universität zu absolvieren, sofern diese auch einen ausschließenden Charakter hat. Sprich, wenn man diese Prüfung nicht besteht, auch nicht zum Studium zugelassen werden würde. Also dieses Kriterium muss die Eignungsprüfung auch an einer anderen Universität erfüllen, sonst würde sie bei uns nicht anerkannt werden. Aber man hat eben auch die Möglichkeit, an einem anderen Hochschulstandort solch eine Eignungsprüfung abzulegen
und diese dann für Bewerbung hier, um einen Studienplatz mit einzureichen. Ja, mich würde vielleicht nochmal tendenziell interessieren, Herr Flohr, was müssen denn aus Ihrer Sicht Bewerberinnen und Bewerber mitbringen, um den Studiengang gut bewältigen zu können? Ja, in praktischer oder theoretischer Hinsicht. Also ich glaube, man muss kein Leistungssportler sein, kein Spitzensportler. Das ist nicht notwendig. Und so sehen wir im Grunde auch unsere Aufgabe hier nicht. Die Aufgabe der Universität ist es ja nicht, Leistungssportler oder Spitzensportler auszubilden. Darum geht es nicht. Es müssen ein paar Grundfertigkeiten beherrscht werden. Das ist aber machbar, ne? Also da kann Josephine vielleicht ein bisschen mehr zu sagen. Also ich denke, es ist machbar, wenn man sich ein bisschen allgemein sportlich fit hält. Es geht ja auch darum, technische Details zu kennenzulernen, die vielleicht auch in der Weitervermittlung eine Rolle spielen, die vielleicht im Trainerberuf eine Rolle spielen, die bei der Bewertung von technischen Fertigkeiten eine Rolle spielen, also was die Analyse angeht. Und man kann Dinge besser analysieren, wenn man es mal selbst gemacht hat. Und darum geht es im Wesentlichen. Das wäre jetzt so der praktische Teil. Was die Theorie angeht, ja, es ist natürlich breit gefächert. Also ich habe mich früher so gerne so einen Universaldilettanten genannt. Also ich kann alles ein bisschen, aber nichts richtig. Und ein bisschen ist das der Sport tatsächlich so. Also sehr, sehr breit gefächert. Aber man entwickelt dann im Laufe des Studiums so seine inhaltlichen Interessen, ob die mehr in den geistessozialwissenschaftlichen Bereich gehen oder in den naturwissenschaftlichen Bereich. Das ist dann relativ gut steuerbar. Okay, vielen Dank. Frau Eichler, an Sie vielleicht nochmal eine Rückfrage. Wodurch fühlen Sie sich denn durch den Studiengang selbst unterstützt, um Berufsperspektiven zu entwickeln? Also was hilft Ihnen dann im Rahmen des Studiums, eine Perspektive zu entwickeln, weil Herr Flohr ja gerade darauf hingewiesen hat, dass es jetzt kein Studiengang ist, der ganz klassisch die Absolventen von den Unis wegschnappt. Ja, ich würde sagen, das ist wahrscheinlich auch dieses breit gefächerte, dass man in jedem Bereich mal so ein bisschen reinschnuppert, ob das jetzt die sportbiologisch-medizinische Richtung mit einem Anatomie-Seminar, diesen Dingen, die da auch dann ein bisschen tiefgründiger behandelt werden, oder eben diese pädagogisch-soziologische Richtung. Ich glaube, da merkt man dann schon so ein bisschen, was einem liegt. Ich denke, da liegt trotzdem immer noch die Schwierigkeit drin. Aber dadurch, dass man da so viel kennenlernt, da muss man dann selbst so ein bisschen die Initiative ergreifen, denke ich, dass man sich da ein bisschen weiter spezialisiert. Vielleicht darf ich noch eines zu einer Frage im Chat sagen. Das sehe ich jetzt hier gerade. Da ging es nochmal um das Erstfach Sport und Lehramt. Ich habe das Lehramt jetzt nicht vorgestellt. Also das Erstfach Sport ist für Lehramt und GOL fast gleich. Da gibt es nur marginale Unterschiede. Der Unterschied zwischen dem Lehramtssportstudium und dem GOL-Sportstudium ist der Teil, der danach kommt. Also der Professionalisierungsbereich, der Praktikumsbereich und dieser Psychologieteil. Da unterscheidet sich das GOL-Sportstudium deutlich vom Lehramtsstudium, wenn das die Frage beantwortet. Ja, okay, vielen Dank. Haben Sie denn noch ein paar Hinweise, wichtige Sachen, die Sie noch den Studieninteressierten mit auf den Weg geben könnten, wenn Sie sich für den Studiengang Sport, Gesundheit und Leistung an unserer Universität interessieren, jeweils aus Ihren unterschiedlichen Perspektiven? Ging das jetzt an mich? An Sie beide, also sowohl an Frau Eichler wie Sie, Herr Flohr, vielleicht Herr Flohr, fangen Sie. Ja, also es ist ja ein bisschen auch eine Werbeveranstaltung, ne? Und da darf man schon auch ein bisschen auf den Putz klopfen. Und das, was Josephine sagte, finde ich, ist das, was dieses Institut wirklich auszeichnet. Dieses Kleine, das mag man erstmal als einen Nachteil empfinden. Tatsächlich sehe ich es wirklich auch als Vorteil. Also es ist wirklich ein
ein sehr familiäres Miteinander. Das mag abgedroschen klingen, aber hier trifft es tatsächlich zu. Und das spiegelt sich auch in unserer Fachschaft wieder, von der wir auch eben schon was gehört haben. Wir haben eine unglaublich aktive Fachschaft, die auch in diesen ganzen Institutsabläufen eine ganz wichtige Rolle einnimmt. Und ich habe selten so eine aktive Fachschaft erlebt, die auch so in die ganzen Prozesse eingebunden ist. Das ist also wirklich ein, vom Umfeld, von der Atmosphäre ist das wirklich außergewöhnlich, möchte ich sagen. Vielen Dank. Frau Eichler, haben Sie noch ein Statement für uns? Ja, also ich denke, dem kann ich mich anschließen. Also ich habe jetzt keinen Vergleich, da ich das Studium an anderen Unis nicht persönlich kennengelernt habe. Aber ich glaube, das ist wirklich etwas, was das Studium hier sehr angenehm macht. Zum Beispiel die Exkursionen, die ein Teil der Praxisblöcke sind, wirklich sehr viel Spaß bringen und natürlich auch Expertise im Studium. Ja, dann vielen Dank von meiner Seite aus für Ihre Präsentation und Ihren Einblick in das Studium. Ich sehe, dass wir jetzt in der Zeit gut vorangeschritten sind und damit die anderen Studiengänge sich noch pünktlich vorstellen können, würde ich dann unseren Slot hier schließen. Und wenn Sie, liebe Studieninteressierte, noch Fragen an uns haben oder eine persönliche Beratung wünschen, dann können Sie sich jederzeit an unsere Infoline wenden. Den Kontakt finden Sie ganz einfach auf unserer Seite von den Online-Infotagen. Und auch weitere Informationen zu unseren Studiengangsseiten oder zu den Studiengängen natürlich auf unseren Studiengangsseiten. Wenn Sie noch Fragen explizit zum Thema Bewerbung haben, dann haben Sie jetzt auch noch die Möglichkeit, bis ca. 16.15 Uhr den Bewerbungschat anzuwählen oder auch in den Live-Chat zu kommen, 16.15 Uhr von unseren Ankerpeers. Das sind auch Studierende, die für die Studienberatung arbeiten. Mir bleibt zu sagen, vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Teilnahme, Herr Flohr und Frau Eichler. Und Ihnen, liebe Studieninteressierte, vielen Dank nochmal, dass Sie dabei waren. Viel Erfolg bei Ihrer Studienwahl und wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Und die nächste Präsentation startet jetzt um 15.45 Uhr und zwar mit dem internationalen Informationsmanagement und dann um 16.30 Uhr mit digitalen Sozialwissenschaften. Und dann verabschiede ich mich auch an dieser Stelle. Vielen Dank.